Kennt ihr es ja, wenn ihr natürlich, wenn ihr natürlich einen YouTube-Kanal habt oder sowas, könnt ihr den gerne auch ab und zu mal im Chat posten. Natürlich nicht spammen die ganze Zeit oder sowas, bitte. Ne, weil ansonsten. Craft-Comba? Ich guck mal kurz nach. Nicht wundern, der Nightbot ist da manchmal ein bisschen überempfindlich, also. Ach so, okay, das waren nur Hi. Na, alles gut. Der Nightbot mag fünf große Dinger nicht nacheinander. Ja, so ist es halt. Genau, I'm Testic, ne? Meinetwegen auch mal gerne da vorbeischauen, ne? Vielleicht macht er ja auch ganz nette Videos. Und ja, wollen wir die Prüfung beenden oder braucht der ein oder andere noch mehr Zeit? Was meint ihr? Wir können ja mal die Community so ein bisschen abstimmen lassen. Beenden, beenden, beenden. Oh Gott, jetzt kommt wieder natürlich die Fairheit davon allen. Nein, beenden. Ich weiß, ihr wollt natürlich gewinnen. Okay, gut, von da aus würde ich sagen. Wir haben uns jetzt lang genug Zeit gelassen. Wir haben nochmal 5 Minuten und mindestens rangehangen. Und ich habe jetzt auch nochmal mindestens 2 Minuten oder 1 Minute gequatscht. Von da aus, ja, würde ich sagen, 29 sind weiter. Ja, es sind 3 ausgeschieden, liebe Leute. 4? 3? 4? Oder 5 sogar? Ich weiß es gar nicht genau. Und ja, in der nächsten Prüfung, liebe Leute, werdet ihr wie immer in eine andere Zeit versetzt, ne? Er spricht schon wieder. Ja, weißt du, und täglich grüßt das Murmeltier. Und genau, ne, in dieser Challenge müsst ihr 3 verschiedene Schilder finden, ne, und diese mit der rechten Maustaste anklicken. Anschließend müsst ihr den Zugang zur Lobby finden. Dieser befindet sich unterhalb des Glowstone-Pfeils. Ihr habt 12 Minuten Zeit dafür, ne, und auf der Map hier vorne, wo wir euch jetzt gleich nach dem roten Teppich hier halt begeben werdet, ne, in unsere tolle Westernwelt, ne, bei dem Sonnenschein sieht es immer sehr, sehr schön aus. Ja, müsst ihr einfach 3 versteckte Schilder finden und sind natürlich das ein oder andere mehr versteckt, ne? Und ja, ihr müsst mal schauen. Wenn ihr 3 gefunden habt, habt ihr auf jeden Fall hier vorne, seht ihr den neuen Zugang zu der Lobby, dann könnt ihr dort durch und habt das Spiel auch geschafft. Und von da aus würde ich sagen, ne? Liebe Regie, lasst auch dieses Spiel beginnen. Ich begebe mich hier schon mal in die Nähe, wo die Leute gleich hier angerannt kommen. So, wir schauen schon mal. Da kommt schon die Masse. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ich hab Angst, ich hab Angst. Ich hab Angst. Timus? Nein. Wow, weg hier. So. So, wir schauen mal, ne, ob die ein oder anderen Leute. Ich begebe mich hier mal wieder auf eine unauffällige Beobachterposition, sozusagen, ne? Und 700 Sekunden Zeit ist natürlich jede Menge, ne? Aber ich wünsche euch natürlich allen Glück. Du hast es geschafft und jetzt steht da, du bist rausgeflogen, Craft Comba. Okay. Hätte ich jetzt nicht gesehen. Ich dachte, du bist noch im Spiel. Aber wie gesagt, der Bug, das liegt nicht immer nur an uns, leider. Na, das ist halt auch Minecraft, die immer, ne, auch ab und zu mal was ändern. Und deswegen, ja, leider. Aber ich bin mal gespannt, ne? Gibt's schon den ersten tatsächlich? Lieber Vorox, du hast noch nicht alle Schilder gefunden, oder? Wie sehen die Schilder aus? Die Schilder wirst du schon erkennen, da steht drauf Schild 1, glaube ich, oder Schild, ne? Da steht Schild drauf. Genau, da steht Schild drauf, ne? Und ja, das wirst du finden. Aber trotzdem, lieber Craftcomber, es tut mir echt leid, wie gesagt, ne? Wir versuchen immer uns alles. Aber ja, so ist es leider nun mal. Wir geben echt unser Bestes. Auch bei den Temperaturen arbeiten wir für euch hier natürlich auf Hochtouren, liebe Leute, ne? So ist es nicht. So, die einen oder anderen haben es schon geschafft tatsächlich, ne, unsere Vollprofis hier. Seppla, ein alter Vollprofi natürlich. Wow, der Fruitfighter hat schon geschafft. Game Arrivals, Virus, wie, na, ja, ihr wisst schon. Ja, herzlichen Lesen so eine Glückwunsch. Sache. Ja, bei den Temperaturen, ne? Plapperst du dir manchmal so den Mund fusselig. Ich hoffe, dass die Gates hier gehen, aber die sollten ja eigentlich noch gehen. Werden wir gleich sehen, ansonsten müssen wir gleich alle porten. Das wird auch lustig. Hit me all. Ja, das kriegen wir schon hin. So, Mewtwo ist immer. Hat auch schon wieder geschafft. Oh, Miro. Ich bin auch mal da. Na, bist du aus deinem Sommerschlaf aufgewacht, hätte ich beinahe gesagt. Ja, ansonsten 580 Sekunden, ne? Timus hat auch schon alle Schilder gefunden, ne? Ich bin mal gespannt. Also so schwer sollten sie nicht versteckt sein, liebe Leute. Ihr werdet sie finden. Ich gehe neben mir mal kurz einen Schluck. Lieber Craft Comba, Supporter kann man werden, indem man sich bei uns bewirbt.
Nächsten Samstag. Nächsten Samstag. Genau, ich wollte gerade. Ich wollte gerade sagen, schau mal auf unsere Homepage. Der liebe Atom, also die liebe Atom, also der liebe Atom, nenn ich jetzt, ich meine gesagt, die liebe Atom, ne? Wird bestimmt gleich einen Link zum Forum posten. Von der Website. Mach einfach Ausrufezeichen HP. Nicht IP. Genau. Perfekt. Echt so, Medu. Mann, was kannst du? Ach, das war Medu, genau, / IP. Ja. Ich hab gedacht, das wäre Atombombe. Entschuldigung, Atombombe, ich hab nichts gesagt. 12 Leute schauen noch zu, seid alle herzlich willkommen, ne? Und ja, heute haben wir tatsächlich auch schon echt viele Follower wieder dazu bekommen. Wahnsinn. 6 Stück an der Zahl. Nicht schlecht, nicht schlecht. Seid alle herzlich willkommen. Ja, Devil's Castle Event ist angelegt an Takeshis Castle, jede Woche 19 Uhr, Samstag, ne? Auf unserem super tollen Server. Ich schau mal gerade, wie viele Leute sind denn insgesamt noch auf dem Server? 73 Leute, wow. Wir haben natürlich auch andere Spielmodis oder sowas, außer unser Event jetzt natürlich, ne? Da könnt ihr also immer gerne vorbeischauen, das ist jetzt nicht ein reiner Event-Server. Also jetzt, wo wir drauf sind schon, aber im Normalfall. Wir haben viele Server. Genau, wir haben ein Servernetzwerk halt. Genau. Und dort könnt ihr gerne halt zocken. Auch bei den Temperaturen. So, Ausrufezeichen TS, nein, das gibt's noch nicht. Ja, Medu, du brauchst jetzt auch nicht spammen, ist alles gut. Bei. Ne, ist ja auch nicht eingefügt, ne? Das hätte ich dir auch sagen können. Na, was jetzt bei dir noch gefehlt hätte, wäre noch, Ausrufezeichen Multi, aber das wäre nur, wenn Glory dabei wäre, zum Beispiel. So, und Ausrufezeichen Spenden würde es noch geben, aber das ist tatsächlich gar nicht so wichtig, das brauchst du jetzt nicht machen. Und Zeppler14, ich mag jeden, der bei uns halt mitspielt und natürlich keinen Stress macht oder ja, na, ihr wisst ja schon, es gibt ja den einen oder anderen netten Mitspieler, ne, den man nicht mögen muss. Und, aber wie gesagt, ne, im Normalfall ist mir jeder DJF da sympathisch und ja. Natürlich haltet ihr natürlich TJF am Leben, liebe Leute. Na, so ist es nun mal. Und ohne euch wären wir natürlich auch nichts, ne? Deswegen, wir geben uns Mühe, ne, dass ihr Spaß habt. Und wenn ihr halt Spaß habt, dann seid ihr auch immer da, auf jeden Fall. Und das, ne, sollte man euch natürlich auch mal danken. Na, auch dir, The Miner 2002. Ich hab gesehen, du hast es schon geschafft. So, ich bin mal gespannt. Brauchen wir... Na, Tipps sind noch 400 Sekunden. Huch, ich bin gerade daneben gesprungen. So, währenddessen verteile ich mal wieder ein bisschen Essen, ne? Für den einen oder anderen, der noch ein bisschen Proviant für unterwegs halt braucht oder sowas, ne, oder halt haben möchte, ne. Ihr kennt das Spielchen ja, jede Woche, ne. So, ein paar Kekse gehen natürlich auch noch, ne. Und ja, 13 Leute schon zu, seid alle herzlich willkommen. Was ist denn los mit euch? Sehr, sehr gut. Das freut mich. Ne, vielleicht schaffen wir bei Twitch noch ein klein wenig höher in der Rangliste aufzusteigen, ne. Umso mehr Leute zuschauen, umso weiter oben werden wir natürlich auch angezeigt. Wäre auf jeden Fall schön, ne? Aber gegen die großen Twitch-Leute komme ich natürlich nicht an. Aber wie gesagt, ich sehe das auch nicht als Konkurrenzkampf, sondern ich mache das Ganze natürlich auch nur aus Spaß, ne? Und ja, ich freue mich auf jeden Fall immer, wenn ihr da seid und auch schon Spaß habt. So, 350 Sekunden, ne? Ja, ja, noch nicht jeder hat's gefunden. Ob ich Eisblöcke droppen kann? Würde ich tatsächlich. Ne? Ja, bitte auch. Na, wir können ja mal kurz gucken, was ich halt machen kann. Ne, auf jeden Fall. Ich beschmeiß euch mit Schneebällen. Das ist, glaube ich, die einfachste Lösung, da jeder deinen abbekommt. Ne? Kann sich glücklich schätzen. So, und ansonsten. Aber liebst du dich? Ne, lieben tue ich dich nicht, lieber Seppler. Das ist ja klar. Ne? Aber das, ne, das ist schon ein anderer Idiot dran vergeben. Also, beziehungsweise eine andere Idiotin. Nein, ich hoffe, die sieht das nicht. Oh Gott. Jetzt habe ich wieder was gesagt. Ja, aber die ist nett. Die ist nett, ja, tatsächlich. Die ist natürlich das Netteste, was es gibt. Neben mir. Die ist sogar noch ein bisschen netter als du. Ja, aber, stimmt. Aber auch nicht immer. So. Premium Support Parsi, wird gesagt. Schnell. Ja, der liebe Parsi ist leider gerade auch ein bisschen beschäftigt mit der Regie, liebe Leute. Also müsst ihr natürlich, ja. Wie kann man Supporter? Achso, die Frage kam vorhin schon. Craft Combat, geh einfach mal auf unsere Homepage. Dort befindet sich ein Post, den liebe Stuff verfasst hat. Und, Was? Was hab ich? Oder die liebe Valania? Ja, das wohl eher.
ne? Und ja, die machen das ja immer bei dir, sind ja für die Supporter zuständig, aber der liebe Staff wird euch bestimmt nochmal sagen, wann wir denn Vorstellungsgespräch halt haben. Genau, nächsten Samstag, das ist der 11., oder? Doch, das war der 11.07.2015 um 15 Uhr, also 3 Uhr nachmittags, 15 Uhr je nachdem, ist dasselbe, bei uns im tiefpeak.tjfmc.de empfangen wir euch und haben mit euch ein kleines Gespräch und dann entscheiden wir über, keine Ahnung, vielleicht so 5, 6 neue Supporter, je nachdem. Genau, also diese Woche, ne, also nächstes Wochenende. Nächstes Wochenende, richtig? Habe ich das gesagt? Ja, nächstes Wochenende. Genau, Samstag. Nächstes Wochenende ist Bewerbungszeit. Ich weiß jetzt nicht, ob es vorm Event ist, wahrscheinlich ja. 15 Uhr. Genau, 15 Uhr, also es ist 4 Stunden vorm Event. Luckybot, was ist die nächste Challenge? Ich dachte schon, du wärst wirklich gerade ein Bot. Tut mir leid, Luckybot. Nein, die nächste Challenge. Ja, tatsächlich kann ich das schon mal klären. Es sind noch 200 Sekunden. Ich schau mal gerade drüben noch nach. Ist da überhaupt noch jemand, der sich da rumschleicht? Ja, hier steht noch der Team aus HD. Was ist mit ihm los? Hat er einen Motorschaden, oder? Ansonsten sehe ich, glaube ich, hier gar keinen mehr rumschwören. Oder seht ihr noch irgendjemanden, liebe Freunde, im Stream? Ich glaube nicht. 15 Leute schaut zu, seid alle herzlich willkommen. Wir sind hier gerade bei Devil's Castle bei unserem Survey-Event. Ja, was jetzt schon circa eine Stunde lang geht, glaube ich. Ich habe jetzt gar keinen Tacho. Ja, eine Stunde lang circa. Ja, eine Stunde 11 sind wir auch schon live, auf jeden Fall. So, gut, ich würde sagen, ich habe keinen mehr drüben gesehen. Ach nee, da sind doch noch welche. Eieiei, wo kommt ihr denn her? Jetzt seid ihr beide was Falsches gesagt. Gut, also ihr seht, liebe Leute, ne? Wir suchen noch welche. Ich bin ja auch ein Bot, ne? Hätte ich jetzt mal anders vorlesen sollen. Ich bin ja auch ein Bot. Lieber Luckybot natürlich, sei auch herzlich willkommen. Genau, und ich wollte dir erklären, die nächste Challenge, für all die Leute, die bei Twitch zuschauen, kann ich ja schon mal erklären. Wow, 16 Leute, seid alle herzlich willkommen. Und, wir gehen schon mal, bewegen uns schon mal ein Stückchen. Pasi, wir müssen danach TP-All machen. Weiß jemand Luckybot? Fuck yeah. Danke für dein Follow, Luckybot. Ne? Herzlich willkommen natürlich. Hat jemand von euch ein Warp oder sowas bei der Boot-Challenge? Liebe Regie? Nö. Gut, dann müssen wir sie jetzt mal nebenbei suchen. Ich bin unterwegs. Okay. So, es sind noch 90 Sekunden Zeit, ne? Und ich kann es ja trotzdem schon mal erklären. In der nächsten Challenge wird es darum gehen, ihr werdet eine Wildwasserbahn sozusagen runterfahren, wo euch Baumstämme den Weg verwirren, also versperren, ne? Und sobald euer Boot halt kaputt geht, 1, 2, 3. So, sobald euer Boot kaputt geht, werdet ihr wieder zurück ans Spawn teleportiert mit einem neuen Boot und müsst es wieder von vorne beginnen. Und ja, wenn ihr die Zielflagge sozusagen, also das Zieltor durchlaufen habt, dann seid ihr weiter und seid am Strand des Glücks, ne? Und ja, von da aus würde ich sagen, in 60 Sekunden bestehen, beziehungsweise in spätestens 1,5 bis 2 Minuten oder sowas circa, werdet ihr es sehen, hoffe ich zumindest, ne? Und ich schaue mal mich noch um, der Alien Bro, ne, ist hier noch ganz stolz am Rumhüpfen. Ne, habt ihr denn ein paar... Please Regie, bei der Foot Fighter steht, er muss die Schilder finden, kann sich nicht bewegen. Nee, ich hab den schon tippet, der sucht jetzt schon wieder die Schilder, also... Ah, okay, alles klar. Okay. Pumerang, genau, Minecraft-Netzwerk, siehst du ja, tjfmc.de. Ah, Luckybot ist ein Freund. Ah, also auch ein Boss natürlich, yeah. Wow, was ist los? Fuck yeah, natürlich Craftcomber, auch danke für dein Follow, mein lieber Freund. Und ja, dann habe ich ja vorhin schon gesagt, natürlich auch immer herzlich willkommen, auch wenn ihr nicht followt oder so. Aber heute ist echt viel los. Ich spectate nur und kann nicht mitspielen. Schließlich Portale. Spectaten kann natürlich jeder jetzt noch, ne? Der auch noch später mit dazukommt. Nur mitmachen geht jetzt leider nicht mehr. Also ihr müsst halt schon immer um so circa 18:45 Uhr halt jeden Samstag halt da sein. Ne? Wow, was ist denn los hier? Fuck yeah, Jonathan Wirth. Auch danke für dein Follow, mein lieber Freund. Was ist los?
Du geile Sau, Lubo Vorux.